Salto. 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 Kubatur pur. Eine Reise durch den Urbanistik-Dschungel. Ein Podcast von Andres Piccinini und Birgit De Jaco. Der Kauf einer Wohnimmobilie. Soll ich für diese Wohnung 420.000 bieten oder nur 405.000? Das sind immerhin 15.000 Euro Unterschied. 15.000 Euro, die ich in einem Moment gewinnen oder verlieren kann. Doch ist der rechte Preis in Wahrheit kein Lottospiel, sondern die Konsequenz einiger Überlegungen. Wir begleiten Sie in diesem Podcast Schritt für Schritt zum Ziel, also zum erfolgreichen Kauf Ihrer Wohnimmobilie. Wollen Sie für sich eine Wohnimmobilie erwerben, sind sich aber nicht hundertprozentig sicher, so gibt es eine erste Frage, die Sie sich stellen sollten. Fühle ich mich an diesem Ort wohl? Eine zweite Frage. Fühle ich mich wirklich wohl? Die dritte Frage? Nein, die gibt es gar nicht. Also, das war's auch schon. Sollten Sie die beiden Fragen mit Ja beantworten, nehmen Sie einen Drink zu sich und genießen Sie die Vorstellung Ihres künftigen Eigenheims. Erst jetzt, nachdem Sie das Glas bis auf den letzten Tropfen gekippt haben, schalten Sie Ihren Intellekt ein, nicht davor. Nun heißt es planen, taktieren, rechnen. Es folgen für unsere Hörer nun einige Tipps zum Kauf Ihrer Wohnimmobilie. Wir nehmen Sie an der Hand und steigen gemeinsam mit Ihnen die einzelnen Sprossen auf der Leiter Ihres Kaufs empor. Die Reihenfolge entspricht der Wichtigkeit des Gegenstandes, weshalb wir mit dem Wichtigsten beginnen. Die Lage der Immobilie ist entscheidend. Tatsächlich kann man alles an einer Immobilie ändern, außer die Lage. Kaufen Sie also keine ansprechende Immobilie in einer ungünstigen oder gar schäbigen Lage. Umgekehrt können Sie sehr wohl eine wenig charmante Immobilie in den Blick nehmen, wenn sie sich in einer guten Lage befindet. Bedenken Sie, Sanierungen eines Altbestandes können zumindest zu 50% steuerlich abgesetzt werden. Es gibt außerdem Förderungen der Provinz Südtirol. Bei der Lage gilt es, die Verkehrsanbindung und die Infrastrukturen ebenso zu berücksichtigen wie das soziale Umfeld. In welcher Gesellschaft möchte ich eigentlich zu Hause sein? Auch in kleinen Städten, man denke hier an Südtirol, gibt es solche und solche Viertel. Dörfer sind eher homogen. Hier kommt es weniger auf das soziale Umfeld, sondern mehr auf die Sonnenausrichtung und die Lärmquellen in der Umgebung an. Außerdem sind neue Wohnbauzonen oder sonstige Bauprojekte in der Nähe geplant. Als olfaktorisches Element kann man in manchen Dörfern noch das Spritzen der Apfelbäume nennen, das so manche Anrainer zum Kauf eines elektrischen Wäschetrockners gedrängt hat. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. My eyes on you, and you got no clue what I'm supposed to do. I can't help myself. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from.
einige architektonische Details. Entspricht die Aufteilung der Räume dem, was Sie sich vorstellen? Und wie aufwendig ist ein eventueller Umbau? Geht es nur um das Versetzen von einigen Zwischenwänden oder müssen Bäder verlegt werden oder gar ein Balkon neu dazugebaut werden? Letztere Eingriffe sind teuer, erstere günstig. Achten Sie neben Autoabstellplätzen auch auf Nebenflächen wie Fahrradstellplätze oder Raum für Kinderwägen, Laufräder und auf den heute üblichen Fuhrpark bei Familien mit Kleinkindern. Der weise To macht Greise und Kleinkinder Anfang und Ende des Lebens einander ähnlich, wie Charles Baudelaire schrieb. Und tatsächlich kann eines Tages der Rollator den Platz des Kinderwagens einnehmen. Hohe Räume, die sich meist in städtischen Altbauten befinden, bieten tolle Wohnqualität und zum Beispiel die Möglichkeit, Hochbetten oder Podeste einzubauen. Dabei schlägt sich die Höhe der Räume kaum im Kaufpreis nieder, weil generell in Quadratmetern gerechnet wird. Einzig die etwas höheren Kosten für die Heizung sind mit zu bedenken. Weiters. Ist der Wohnraum groß genug im Verhältnis zu den Zimmern bzw. der Anzahl der Familienmitglieder? Wenn er sehr knapp ist, so gibt es zumindest Stauraum, wie zum Beispiel eine Speis-, eine Abstellkammer, eine Garderobe oder ein Foyer. Diese Nebenräume werden gerade in Gebäuden jüngeren Datums oft eingespart, wohingegen Gebäude aus den 70er oder 80er Jahren in dieser Hinsicht meist großzügiger sind. Unterschätzen Sie also nicht die Qualität dieser Architektur, die zudem oft recht preisgünstig ist. Besichtigen Sie die Immobilie stets bei Tageslicht. Dies ist vor allem im Winter zu bedenken. Achten Sie in diesem Sinn darauf, ob genügend Fensterfläche gegeben ist. Apropos Fenster. Dachfenster bieten kaum Aussicht, aber 10-mal so viel Licht im Vergleich zu vertikalen, also normalen Fenstern. Wenn die Wände sehr verschmutzt sind, können Sie damit rechnen, dass die Räume viel heller werden, wenn sie erstmals weiß gestrichen sind. Achtung, wo die Helligkeit der Räume besonders wichtig ist, empfiehlt sich ein rein weißer Anstrich unter Verzicht auf beige Töne oder gar dunkle Farben. Diese können zwar Wärme ausstrahlen, schlucken aber sehr viel Licht. Sollten Sie die Immobilie im Winter besichtigen, achten Sie auf die Temperatur des Fußbodens, um zum Beispiel zu verstehen, wie kalt sich eine Decke über der Garage anfühlt. Schämen Sie sich bei der Besichtigung nicht, die Schuhe auszuziehen, denn diese Information ist wichtig. Achten Sie auf Schäden durch Feuchtigkeit, Risse oder Schäden an der Tragstruktur. Informieren Sie sich nach der Funktion und Art des Heizungssystems, Warmwasser und über die Aktualität der Elektroinstallationen. Hier sollten Sie sich von einem Techniker beraten lassen. Fragen Sie nach dem energetischen Standard der Immobilie. Diese Info ist einfach, dazu brauchen Sie keinen Experten.
Sollten Sie nach dem Kauf eine energetische Sanierung vornehmen wollen, kalkulieren Sie bei den Investitionskosten die steuerliche Absetzbarkeit und die Förderungen der Provinz mit ein. Einige urbanistische Details. Hier braucht es eine Expertin. Besonders, wenn es darum geht, ein umfassendes Bild über die Möglichkeiten der Kubaturerweiterung zu bekommen. Da müssen Sie eine qualifizierte Person hinzuziehen. Handelt es sich um eine bestehende Wohnung in einem Kondominium, so ist die Frage nach der freien Kubatur meist hinfällig, weil man offensichtlich nirgendwohin erweitern kann. Ferner, fragen Sie im Bauamt der Gemeinde nach, ob der aufliegende Planstand, also der genehmigte Plan, auch dem effektiven Zustand der Immobilie entspricht. Wenn nicht, können nicht unerhebliche Probleme auf Sie zukommen. Mit Plan meinen wir wohlgemerkt nicht den Katasterplan, sondern den von der Gemeinde genehmigten Plan des letzten Umbaus. Sollten Sie eine Immobilie in einem Kondominium erwerben, lesen Sie die letzten Protokolle der Kondominiumssitzungen. Stehen größere Arbeiten an, wie Fassadenerneuerung oder Dachreparaturen, energetische Sanierungen und so weiter. Ferner sprechen Sie mit den potenziellen Nachbarn. Das ist allerdings manchmal nicht so leicht. Doch erfinden Sie schlichtweg einen Anlass und klingeln Sie an der Tür. Ob jemand einen Dachschaden hat, das merkt man meist recht schnell. Und gute Nachbarschaft ist ausgesprochen wichtig. Hallo. Einen Podcast zu machen bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran. Leben Sie im letzten Stock? So informieren Sie sich, wem das Dach gehört. Abschließend zwei weitere technische Details, die Sie im Blick behalten sollten. Baufirmen behalten sich häufig die potenzielle zukünftige Kubatur vor. Sie können den Verkäufer oder den Makler aufmerksam machen, dass ein solcher Rechtstitel fraglich ist, sofern er von jemandem reklamiert wird, der nicht selbst Eigentümer im Gebäude ist. Behalten Sie sich mit anderen Worten das Mitrecht vor, Ihre Immobilie eines Tages zu erweitern. Sollten Sie eine direkte Vereinbarung mit einem Verkäufer finden, sodass Sie keinen Makler brauchen, so unterschreiben Sie den Kaufvorvertrag am besten vor dem Notar. Dieser wird den Vorvertrag ins Grundbuch eintragen lassen. Damit sind Sie sicher. Grundsätzlich ist es gut, den Kaufvorvertrag in das Grundbuch eintragen zu lassen. Sicher ist sicher. We'll be right back.
Abschließend drei Tipps für das Verkaufsgespräch. Bevor Sie ein schriftliches Angebot machen, informieren Sie sich, was für eine Immobilie dieser Art in dieser Lage normalerweise gezahlt wird. Runden Sie etwas auf und sagen Sie zum Makler, eine Immobilie dieser Art in einer solchen Lage ist heute in der Regel so und so viel wert. Ich biete Ihnen so und so viel. Diese angeblich simple Vorgehensweise, die sogenannte Oxford-Methode, liefert Ihrem Angebot ein objektives Fundament. Zweitens, sollten Sie bei der Wohnungs- oder Immobilienbesichtigung zu zweit oder gar zu dritt sein, geben Sie Acht, dass Sie sich nicht gegenseitig widersprechen oder gar streiten. Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Partner können Sie in einem zweiten Moment austragen. Vor dem Makler oder dem Verkäufer sollten Sie sich entweder einig sein oder den Mund halten. Einigkeit nach außen stärkt Ihre Position in der anstehenden Preisverhandlung. Drittens, geben Sie Ihrem Gegenüber zu verstehen, dass Sie das Geschäft bald abgewickelt wissen möchten. Etwas genauer, Sie sollten nicht den Eindruck erwecken, dass Ihnen die Zeit davonläuft und dass Sie es eilig haben. Das würde Sie benachteiligen und Ihr Gegenüber begünstigen. Doch sollten Sie den Eindruck geben, dass Sie jetzt oder bald eine Immobilie kaufen werden. Der Verkäufer wird den Eindruck haben, dass er mit Ihnen jetzt eine Gelegenheit hat, die bald weg sein wird. Sollten Sie hingegen zu viel Geld haben und deshalb von Schuldgefühlen geplagt sein, so können Sie ebenfalls unsere Anleitungen befolgen. Allerdings, indem Sie das genaue Gegenteil tun von dem, was wir empfehlen. Kubatur Buch. Ein Podcast von Andres Piccinini und Birgit De Jacob. Salto. 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 Salto.